Was ist mein Elektrofahrzeug noch wert und wie bestimmt man den Wiederverkaufswert eines Elektrofahrzeuges? Herzlich willkommen zum TÜV Rheinland e-Talk, der TÜV Rheinland Diskussionsrunde zur Elektromobilität. Mein Name ist Frank Mager und heute haben wir zwei spannende Gäste und echte Experten zum Thema Second Life, Wiederverkaufswert und Restwertbegutachtung. Dr. Christoph Engelskirchen, Chief Economist bei der Autovista Group und Dr. Karl Obermeier, Geschäftsführer der TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten und Program Director Future Mobility. Herr Dr. Engelskirchen, wie sieht es denn wieder mit der Wiedervermarktung von Stromern oder Elektrofahrzeugen aus? Erstmal einen schönen guten Tag und es ist schön, eingeladen worden zu sein, bei Ihrem E-Talk teilzunehmen. Die Wiedervermarktung von Stromern, ich habe mal ein paar Zahlen zusammengetragen. Ein paar Fragen haben wir ja im Vorfeld schon abstimmen können. Also es ist so, dass es aktuell in Deutschland etwa 60 Tage braucht, im Durchschnitt einen Gebrauchtwagen zu verkaufen. Ja? Oh. Über alle Antriebsarten. Der Großteil ist natürlich aktuell noch Benzin und Diesel. Und das ist in den letzten 12 Monaten schneller geworden, besser geworden, weil die Nachfrage nach Gebrauchten stark angestiegen ist und das Angebot eben nicht entsprechend aufgrund der verschiedenen Gründe, die wir alle gut kennen. Bei den Elektrofahrzeugen ist es ein bisschen schwerer. Also bei denen dauert es aktuell 74 Tage, sie an den Mann oder die Frau zu bringen. Aber auch das ist 12 Tage schneller als vor einem Jahr. Also man sieht insgesamt, dass der Markt sich aus Gebrauchtwagenmarkt sich positiv entwickelt hat und die Plug-in-Hybride, die sind so in etwa dazwischen, ja, hinsichtlich der Tage, die sie in den Annoncen, in den Portalen stehen, bis sie dann verkauft werden. Karl, was sind deine Erfahrungen? Ja, also ich finde es zunächst mal super spannend. Restwerte sind ja, wenn man so will, eine Wette auf die Zukunft. Das heißt, irgendjemand muss sich den Kopf darüber zerbrechen, wie viel wird denn diese Art von Fahrzeug in 3 Jahren in der Regel, vielleicht auch in 4 Jahren wert sein. Ja, und wie es mit Wetten auf die Zukunft eben so ist, es kann auch ganz anders kommen, als man denkt. Wenn wir also die Uhr zurückdrehen, 10, 15 Jahre, dann hätte man sozusagen wetten können darauf, was ein Audi A6 oder ein Audi A4 oder ein 3er BMW als Flottenfahrzeug bei normaler Belastung, bei normaler Fahrleistung dann so wert sein wird. Da gab es vielleicht sogar schon Kunden im Vorfeld, die das Auto quasi blind abgenommen hätten. Das heißt, da war die Welt noch relativ stabil, würde ich jetzt mal sagen. Heute sieht das natürlich ganz anders aus. Wir leben nicht mittendrin, aber zumindest am Beginn einer Mobilitätswende. Es kommen ganz neue Fahrzeugkonzepte auf den Markt. Wir haben wenige Erfahrungen mit diesen Fahrzeugen. Man muss davon ausgehen, dass die Batterietechnologie vielleicht in den nächsten Jahren noch dramatische Sprünge macht in Sachen Effizienz. Das würde sich wiederum auswirken auf die bestehenden Elektrofahrzeuge der vorletzten Generation. Das heißt, die Wette auf die Zukunft ist sehr viel unsicherer geworden. Und damit wird es natürlich auch für die Verbraucher schwieriger, in diesen unsicheren Zeiten eine solide Investitionsentscheidung zu treffen. Und schließlich und endlich ist ja so ein Fahrzeug in der Regel die zweitgrößte Investition neben Haus oder Wohnung. Das heißt, es ist eine sehr unüberschaubare Situation, in der einfach Orientierung Not tut. Sehr spannend. Wieso? Wie bestimmt man denn so wieder Verkaufswert eines Elektrofahrzeuges, Herr Dr. Engelskirchen? Was sind da die Treiber? Also natürlich im Idealfall ist der Treiber zur Restwertbestimmung die Beobachtung von Preisen und den Zeitraum, den die Fahrzeuge brauchen, um verkauft zu werden. Die Beobachtung von Angebot und Nachfrage. Es ist nicht so, dass der Preis und auch der Restwert von einem Elektroauto bestimmt wird, sondern der entwickelt sich oder ergibt sich halt aus der Zahlungsbereitschaft von Käufer und aus der Bereitschaft, das Auto eben zu einem gewissen Preis zu verkaufen vom Verkäufer. Ja. Bei dem Elektrofahrzeug haben wir natürlich über viele Jahre und auch zu einem gewissen Grad aktuell immer noch das Thema, dass es noch nicht so viele auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt. Also wir sind immer noch bei ungefähr 95%, in Deutschland vielleicht sogar noch fast ein bisschen höher, der Fahrzeuge, die entweder Benziner oder Diesel sind, auf den Gebrauchtwagenmärkten.
So ungefähr 50-50 dann Diesel und Benzin. Das heißt, auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist das Thema Elektroauto noch gar nicht so angekommen, wie wir das auf dem Neufahrzeugmarkt sehen und wie wir es erwarten. Das heißt, für uns waren die Treiber für die Restwertsetzung am Anfang, dass wir uns angeschaut haben, welche Zahlungsbereitschaft andere neue Technologien auf den Gebrauchtwagenmarkt erreicht haben. Und da gibt es zum Beispiel sehr valide und auch vergleichbare Technologien, wie zum Beispiel Hybridisierung, die hat früher stattgefunden. Da wurden wirklich Prämia-Aufschläge erzielt, die nicht rational erklärbar sind. Da komme ich gleich noch zu. Und bei Plug-in-Hybriden sehen wir natürlich auch über einen großen Zeitraum eine Zahlungsbereitschaft, die sehr, sehr hoch war, weil das eben echte Sportskanonen waren, so ein bisschen Angeberfahrzeuge, Statussymbol, aber nicht nur hinsichtlich ökologisch, sondern eben auch sehr stark Richtung Performance und Sport. Und bei den Elektrofahrzeugen haben wir also neben diesem Technologieaufschlag, in manchen Märkten übrigens auch Technologieabschlag, das gibt es auch, nicht in Deutschland, aber in anderen Märkten gab es dazu auch einen Abschlag, der sich dann errechnet hat, haben wir noch die Verbrauchskosten, die Servicekosten mit einbezogen und auch noch das Thema Batterie. Ja, welchen Restwert hat eine Batterie? Welchen Wert hat eine Batterie nach 3 Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren? Welche Rolle spielen Garantien? Das waren so die drei Bestandteile, die wir vor 10 Jahren bereits dann entwickelt haben und jetzt, ich sag mal, glücklicherweise auch durch echte Marktbeobachtungen nach und nach ablosen können und eben hart klopfen können. Sehr spannend. Karl, das Thema Batterie, wie siehst du es? Ja, also ich möchte noch vorher eingehen auf das, auf das Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Haben wir alle gelernt, ist so, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt, da muss man bei Elektrofahrzeugen ja genauer hingucken, was wird uns in der Werbung als Angebot dargestellt, was ist tatsächlich verfügbar und wann ist das verfügbar. Also ich mache ein Fragezeichen schon mal beim Angebot. Ich mache aber auch ein Fragezeichen bei der Nachfrage, denn wie wir sehen, hat sich in den letzten Monaten hier die Nachfragestruktur, die Nachfrageströme massiv, ich würde nicht sagen anders als erwartet, aber doch schneller als erwartet gedreht. Also auch da mache ich ein Fragezeichen, sage, die Nachfrage ist sehr schwer einschätzbar bis zu einem gewissen Grad, gerade jetzt. Und ich mache noch ein drittes Fragezeichen, nämlich nicht nur Angebot und Nachfrage regeln den Preis, sondern da greift ja auch noch jemand zusätzlich ein, indem er Kaufprämien verspricht oder ausbaut oder hält oder zurücknimmt. Nicht nur am deutschen Markt, auch international. Wenn Sie in Chile sich ein Elektrofahrzeug zulegen, bekommen Sie 11.000 Euro vom Vater Staat. Das ist eine massive Prämie. Also das heißt, ja, der Markt hat hier, würde ich mal sagen, begrenzte Aussagekraft. Das ist mal das eine. Wie bemisst man den Zustand einer Batterie? Da ist das große unbekannte Wesen, Terra Incognita, die Batterie. Natürlich ist es so, dass die Hersteller dazu Aussagen machen, nämlich die Fahrzeughersteller. Aber die sprechen halt über ihre eigenen Produkte. Mhm. Und natürlich ist es auch so, dass die Batteriehersteller Aussagen machen, was die Qualität und Haltbarkeit ihrer Batterien betrifft. Aber die sprechen halt auch über ihre Produkte. Das heißt, es wäre sehr klug, jemanden zu definieren, der nicht interessengeleitet und objektiv drauf guckt, was kann denn diese Batterie noch und was kann sie nicht. Und da fehlen uns im Moment die entsprechenden Methoden. Wir vom TÜV Rheinland arbeiten gerade mit einem sehr, sehr interessanten Startup, einem sehr aktiven Startup an dem Thema Zustandsmessung von Traktionsbatterien. Denn die Traktionsbatterie kann ja bis zu 50% des Restwerts eines E-Fahrzeugs ausmachen. Und da macht es einen riesen Unterschied, ob nach 3 Jahren so eine Traktionsbatterie, ich sage jetzt mal, immer nur ein Supercharger hing, immer voll belastet wurde, immer komplett auf Null runtergefahren wurde, ob vielleicht bei Hitze, bei Kälte gecharged wurde, der Fahrstil und so weiter. Das wirkt sich deutlich heftiger aus, als das bei vergleichbaren Verbrennern der Fall wäre. Das heißt, kurz gesagt, ein Tesla zum Beispiel, der mit 60.000 Kilometern nach 3 Jahren am Hof steht, und daneben steht ein zweiter Tesla, auch mit 60.000 Kilometern am Hof,
dann sind die nicht zwingend bei gleichem Zustand das gleiche Wert, sondern die eine Batterie kann erheblich runtergerockt sein im Vergleich zur anderen Batterie. Da tut sich ein neues Thema auf für unabhängige Dritte, nämlich festzustellen, wie gut ist denn die Batterie und damit, wie viel ist der Restwert dieser Batterie. Im Idealfall sogar noch mit einem Zertifikat vom TÜV, wo ich sage, das ist jetzt nicht irgendeine Einschätzung, sondern die ist belastbar. Denn damit wird auch dieses Fahrzeug zu einer solide, handelbaren Ware, weil das Preistag, das wir draufkleben, eben nicht geschätzt oder gemutmaßt ist, sondern gemessen im Idealfall. Herr Dr. Engelskirche, wie hoch ist denn da die Aussagekraft von so einem OEM zum Wiederverkaufswert aus Ihrer Erfahrung? Genau, also das, ich meine, wir müssen uns ja anschauen, wie der Endkunde denkt, also der Käufer von Fahrzeugen, von Gebrauchtfahrzeugen denkt. Alles, was er glauben muss, aber was er nicht überprüfen kann, wird er nicht für bare Münze nehmen. Dafür gibt es ausreichend wissenschaftliche Analysen. Das Ganze ist perfekt beschrieben. Da wurden Nobelpreise für vor etlichen Jahrzehnten schon verteilt. Das heißt, alleine, dass jemand sagt, die Qualität ist super, wir haben gar keine Probleme, es ist alles perfekt, das nimmt kein Käufer für bare Münze. Das heißt, um die Unsicherheit im Markt zu nehmen, sind eben unabhängige Einschätzungen, Tests, Meinungen, Bewertungen notwendig. Und das ist ja auch ein Grund, warum Firmen wie TÜV oder auch Schwacke oder Otto Vista Group eine wichtige Rolle im Markt spielen. Ja. Und das wichtigste Wertversprechen, was der Autohersteller, und da haben wir eben auch mit ganz vielen dran gearbeitet, macht, ist eine 8-jährige Garantie für eine Batterie mit einem gewissen Restwerterhalt. Das nimmt schon mal ein großes Maß an Unsicherheit. Aber wie Herr Dr. Obermeier gesagt hat, da gibt es natürlich noch viel mehr, was man tun kann. Die Unsicherheit hinsichtlich der verbleibenden Qualität einer Batterie ist weiterhin groß. Also selbst wenn mir der Hersteller garantiert, dass ich noch 80% Leistung habe, dann weiß ich natürlich nicht, wie lange ich die dann noch habe und fühle mich einfach unsicher damit. Deswegen sind weitere Maßnahmen, um Sicherheit im Markt zu erreichen, bei den Käufern sehr, sehr wertvoll. Ein Batteriezertifikat, ein Health Certificate, aber zum Beispiel auch ein transparenter Reparaturpreis. Also Stichwort für 199 Euro reparieren wir Ihnen jede Batterie zu jeder Zeit immer wieder auf 80% hoch. Oder wir kaufen Ihnen die Batterie zu einem Minimumpreis von 1900 Euro ab. Ja? Solche Ideen, die einfach verhindern, dass der Preis, ich sag mal, ins Bodenlose fällt, der kann sogar negativ werden, der Wert einer Batterie, wenn der Käufer ja eine neue finden muss, einbauen muss und dafür auch keine Ahnung hat, wie hoch der Preis ist. Das heißt, diese Unsicherheit muss genommen werden, aber muss auch positiv besetzt werden. Da gibt es schon tolle Ansätze bei Elektromobilität. Eine Batterie kann tatsächlich weiterverwendet werden, auch wenn sie nur noch 30-40% Leistung hat. Sie kann recycelt werden. Aber dazu gibt es eben am Markt, insbesondere am Gebrauchtwagenmarkt, ein schwarzes Loch der Unwissenheit, der Unsicherheit. Ja? Und das muss halt gefüllt werden. Und dann gibt es da schon also wertstabilisierende Maßnahmen, die Win-Win für alle sind. Sehr spannend. Karl, wie siehst du es? Ja, also bei den 80% hake ich ein. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und der macht Untersuchungen bei mir und stellt dann fest, haben einen Gesundheitszustand von 80%, dann würde das umgelegt, dann würde ich mich vielleicht darüber freuen, weil ich mir denke, ach, das klingt doch gar nicht so schlecht. Ne? Bei einer Traktionsbatterie wäre das eine Aussage wie, sie stehen kurz vor dem Exodus. Ja? Das heißt, so eine Traktionsbatterie kann als Traktionsbatterie in der Regel vielleicht bis zu 70%, je nach Modell oder so, Leistungsfähigkeit, dann taugt sie eigentlich nicht mehr. Das heißt, jeder Prozentpunkt, den Sie von 100 runterzählen, ist eigentlich schon relevanter Verlust an Leistungsfähigkeit, Lebensdauer etc. etc.
Das wissen zum Beispiel nicht alle Elektrofahrzeugnutzer oder Plug-in-Interessierte. Die denken sich, ach, 100%, ja klar, das Auto ist ja nicht mehr neu, sind ja immer noch 75%. Ja, das ist ja, klingt ja prima, ne? Hat ja nur 25% verloren. Nee, nee, da ist es schon eine ziemlich runtergerockte Batterie. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft der Elektromobilität blicken, zum Beispiel indem wir nach China blicken, dann sieht man da, dass da ein enormer Gebrauchtwagenmarkt entsteht an Elektrofahrzeugen. Klar, ist ja auch der weltweit größte E-Fahrzeugmarkt. Aber damit eben auch ein Problem auftaucht, nämlich was machen wir mit den nicht mehr traktionsfähigen Batterien? Und dieses sogenannte Second Life ist ein Riesenthema, denn in diesen Batterien stecken ja wertvolle Assets, wertvolle Rohstoffe, ist ein sehr wertvolles Gut, das durchaus auch ökologisch kritisch zu betrachten ist, wenn man da an seltene Erden denkt, an Kobalt denkt, andere Dinge, die verbaut sind. Das heißt, die wirft man dann nicht weg, so eine Batterie, nur weil sie zum Beispiel nur noch 60% Leistungsfähigkeit hat. Also geht es um die Wiedervermarktung. Das wäre das Second Life. Da ist es super wichtig zu wissen, wie lange kann denn diese Batterie zum Beispiel in meinem Haus, wenn ich da so eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage am Dach habe und im Keller dann die Energie speichere, dann könnten das zum Beispiel ein Package von ausgemusterten Fahrzeugbatterien sein, als Energiepuffer oder bei Charging-Stationen könnte man es verwenden. Da gibt es also sehr, sehr vielversprechende Ansätze. Aber selbst da sind wir noch nicht am Ende, nämlich nach dem Second Life kommt das End of Life. Das heißt, wie gehen wir dann am Ende mit der Batterie um, wenn sie wirklich nicht mehr repariert, reaktiviert werden kann, wenn wir sie in ihre Bestandteile zerlegen? Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt bei den Garantien auf 8 Jahre, da muss ich sagen, bin ich zu lange im Geschäft, um dieses Marketingversprechen wirklich ernst zu nehmen. Natürlich meinen dies ernst, die OEMs, aber in einer Industrie, in der Milliarden Investitionen global gepusht werden, nämlich in der Batterieindustrie, heute eine Garantie abzugeben auf etwas, was in 8 Jahren ist, das sind wahrscheinlich 2, 3, 4 Produktzyklen. Also wir reden da über neueste Entwicklungen. Es ist also jederzeit denkbar, dass eine Technologie um die Ecke kommt, die erheblich besser ist, als was wir das haben, dann habe ich zwar als Verbraucher eine Garantie auf meine Batterie, die ist aber dann verglichen mit dem, was quasi State of the Art ist, deutlich natürlich weniger attraktiv. Das heißt, wir müssen hier gerade beim Batteriethema mit sprunghaften Neuentwicklungen rechnen. Das ist auf der einen Seite technologisch super spannend, aber ökonomisch sehr, sehr schwer abzubilden und für die Verbraucher ein großes Risiko. Und darum sieht man ja auch, dass viele Verbraucher sehr vernünftig, muss man sagen, ich will jetzt nicht sagen, in der Deckung bleiben, aber mal beobachten, wie sich die Dinge entwickeln. Natürlich gibt es auch Early Mover und Early Adapter, wie sie alle heißen, aber ein Großteil der Verbraucher ist eben noch skeptisch und sagt, wer weiß, was da noch alles kommt. Und vielleicht ist schon die nächste oder übernächste Generation erheblich besser als das, was ich momentan für mein Geld kriege. Das ist also ein bisschen sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen technologische, sprunghafte Entwicklung, auf die wir hoffen, und auf der anderen Seite Schwierigkeit, das dann in Gebrauchtwagenpreisen, Restwerten etc. abzubilden. Und daher bewegen wir uns in spannenden, aber ökonomisch unsicheren Zeiten. Also vielleicht kann ich das nochmal mit ein paar Zahlen anreichern aus den letzten 2 Jahren, wo man nochmal ein bisschen sieht, wie sich die Händler verhalten haben während der Krise, wie sich Benzin, Diesel und auch Elektrofahrzeuge entwickelt haben, restwerttechnisch. Und was wir da gemacht haben, wir haben wirklich einen Preisindex abgebildet. Das heißt, der ist bereinigt um Veränderungen im Mix. Ja. Das ist besonders bei Elektrofahrzeugen notwendig, weil da natürlich mal ein großer SUV kommt, mal ein teures Auto, mal ein Luxusfahrzeug, und das verwischt einem die Zahlen massiv. Und wenn wir uns jetzt wirklich mal den Preisdruck oder auch, ich sag mal positiv formuliert, das Preispotenzial anschauen, dann sehen wir seit Beginn 2020 nach einem kurzen Abwärtstrend eine Erholung der Restwerte von Diesel um
etwa 8% und bei Benzin um etwa 7%. Ja. Nicht Punkte, ja, sondern wirklich Prozent. Und bei den Benzinern sehen wir das, was wir eben so ein bisschen schon angerissen haben, das Thema Lebenszykluseffekt, einen Preisverlust von 10%. Ja. Wow. So, das kann man jetzt positiv und negativ sehen oder einfach auch erklären. Der Grund, warum die Preise, ich sag mal, so stark unter Druck geraten sind, ist, wie Sie eben schon beschrieben haben, liegt an der Leistungssteigerung, die wir ja jetzt schon sehen. Ja, die neuen Fahrzeugmodelle sind besser, höhere Reichweite bei gleichem Listenpreis. Volkswagen hat es noch ein bisschen extremer gemacht. Die haben ja die Listenpreise sehr attraktiv gesetzt und die Leistung gesteigert gegenüber dem E-Golf. Und das sehen wir dann eben in einem, ja, einer, es ist etwas schwieriger geworden, diese Fahrzeuge zu verkaufen. Das ist aber nicht überhaupt nicht erschreckend, sondern das kann man eben anhand dieser Lebenszyklusentwicklung erklären. Und wir sind ja jetzt auch an einem Punkt, wo die Preise für Elektrofahrzeuge durch die hohen Rabatte, die angeboten werden durch den Staat, auch noch mal stärker unter Druck geraten sind. Das sehen wir auch ganz klar in unseren Kurven. Und da noch mal auf Angebot und Nachfrage zu kommen. Natürlich ist die Nachfrage, einen hohen Preis zu zahlen, geringer, wenn ich einen riesigen Rabatt für ein Neufahrzeug bekomme. Ja, das heißt also, die die Zahlungsbereitschaft sinkt, ja, durch die Rabatte. Auch das ist ein Phänomen, was wir auch unabhängig von Elektromobilität gut zeigen können. Rabatte sind immer das Schlimmste, was ein Hersteller oder auch ein Staat machen kann für die Restwerte von Autos. Besser ist, Listenpreise so zu setzen, dass sie realistisch sind. Ja. Und das sind sie aktuell nicht. Die Elektrofahrzeuge sind zu teuer und nicht verkäuflich, wenn man die Rabatte wegnimmt. Und ich glaube, das ist so eins, wobei ich schon glaube, dass die Preise für Elektrofahrzeuge auf einem Niveau angekommen sind, dass sie nicht mehr, also ich sag mal, nicht mehr stark fallen können. Ja, also die neuen Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, werden jetzt nicht in die größten Tiefen fallen, weil wir eben schon auf so einem relativ niedrigen Niveau restwerttechnisch angekommen sind bei den Elektrofahrzeugen. Sehr, ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, Frank, das zeigt eben sehr schön, die Ausführungen vom Kollegen Engelskirchen, das Restwertgefüge am Markt muss man eben ganzheitlich sehen. Also es geht auf der einen Seite natürlich um die Wert- und Wertentwicklung bei E-Fahrzeugen, Plug-in-Hybriden etc., aber das macht ja auch etwas mit den Restwerten von den Diesel- und von den Benzinfahrzeugen. Und wenn ich jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl davon ausgehe, dass wir auch durchaus unterschiedliche politische Programme haben, wie es denn mit dem Verbrenner in Deutschland so weitergehen soll, das alles macht ja Einfluss, beeinflusst ja direkt und unmittelbar auch den Verbraucher, den Käufer, den Interessenten, der jetzt vor der Frage steht, soll ich da jetzt nochmal investieren in einen jungen Gebrauchten oder in ein Neufahrzeug, welche Technologie setze ich? Und so Dinge wie der Dieselskandal, wenn man die mal von VW, wenn man die mal, nicht nur VW, aber wenn man die mal volkswirtschaftlich betrachtet, wurden da ja auch Milliarden von Restwerten vernichtet gewissermaßen. Und zwar in einem ganz erheblichen volkswirtschaftlichen Umfang, weil einfach Fahrzeuge einer bestimmten Baureihe, einer bestimmten Generation deutlich weniger attraktiv am Markt anzubringen sind. Also mit anderen Worten, das hat eine individualpsychologische Perspektive, Sicherheit, Unsicherheit, Investitionen, Wissen in unsicheren Zeiten. Es hat eine volkswirtschaftliche Perspektive, nämlich wie gehen wir mit wertvollen Assets um? Wollen wir die entwerten, und zwar politisch gewollt? Wollen wir das auffangen mit Subventionen? Wenn ja, mit welchen Subventionen? Da kann ich beim End of Life ansetzen und über eine Verschrottungsprämie nachdenken. Dann kann ich beim Begin of Life ansetzen und eine Kaufprämie. Da kann man darüber diskutieren, was effektiver ist. Aber im Endeffekt muss einem bewusst sein, man greift in einen Markt ein und beeinflusst dieses Geschehen. Und das ist eben sehr, sehr komplex. Und darum wollte ich nur noch einmal darauf hinweisen, es geschieht gerade auch etwas mit den Restwerten der Verbrenner.
Und die werden eben jetzt gerade quasi mitgestaltet mit unserer Mobilitätswende. Und die Richtung, in die es da geht, ist, glaube ich, auch allen ziemlich klar. Wir sind aber natürlich in einer Welt, wo Industriepolitik einen wichtigen Aspekt darstellt. Das heißt, dass eingegriffen wird in Märkte, ist absolut legitim. Und die Frage ist immer, unterstützt man damit langfristig das Ziel, was man politisch eben verfolgt? Oder macht man das in einer Form, dass der Markt, ich sag mal, ja, verwirrt wird? Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Subventionen, da kommen wir vielleicht nochmal dazu, wenn wir darüber reden, was sind eigentlich die großen Risiken, die wir hier sehen. Die Subventionen an sich sind ein Risiko natürlich für Restwertfindung und auch für Restwert- und Zahlungsbereitschaft. Auf der anderen Seite zeigen sie doch ganz deutlich, welche Zahlungsbereitschaft auf dem Neufahrzeugmarkt für ein Elektrofahrzeug, ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug besteht. Und wir sehen aktuell einen erstaunlich hohen Anteil von Plug-in-Hybriden, weil die Leute, gerade die Firmenfahrzeugfahrer, doch gerne diese, ich sag mal, 1.500 € Netto-Jahreseffekt mitnehmen. Das heißt, das ist auch ein Mittel, mit dem die Hersteller erkennen können, was eigentlich der Preis ist, den sie finden müssen, den sie darstellen müssen. Und was ich noch als Thema sehe, und das ist auch in der IAA ein bisschen andiskutiert worden, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier die Teilnahme aller Marktteilnehmer ermöglichen und nicht nur den, ich sag mal, den Wohlhabenden, die diesen grünen Anstrich verpassen. Also Stichwort, wir erhöhen jetzt mal langsam die Preise für die Steuer auf Benzin und Diesel, um also auf dem Gebrauchtwagenmarkt durchzusetzen, dass die Leute ein bisschen mehr auf alternative Antriebe gehen. Das kann nach hinten losgehen, ja, weil damit natürlich ja, Leute, die auf Mobilität angewiesen sind, gezwungen werden, mehr dafür zu zahlen. Und das Geld steht eben nicht zur Verfügung in vielen Haushalten. Ja, aber nochmal die Subventionen. Solange sie langfristig sind, kann man ja wunderbar damit rechnen. Und da muss ich sagen, ich finde sie etwas ungünstig gestaltet, also gerade aus Gebrauchtwagenmarktsicht, aber die Höhe scheint doch deutlich zu machen, was eigentlich der Preis ist, den die Leute bereit sind, für ein Elektrofahrzeug zu zahlen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, weil wir sehr viel über diese individuellen Kaufentscheidungen reden. Wir sehen ja noch einen anderen Trend, der eigentlich super positiv ist für den Neufahrzeugmarkt. Ich muss doch gar nicht mehr das Elektrofahrzeug kaufen. Mir werden ja die Leasingangebote, Abo-Modelle wirklich ja um die Ohren geschleudert. Und da sind durchaus attraktive Ideen dabei. Da hilft die Digitalisierung vom Vertrieb. Das ist alles schön und gut. Und ich glaube, dass das hilft, dass der individuelle Fahrzeugfahrer nicht mehr das Risiko, das Restwertrisiko tragen muss. Jetzt nochmal wieder vorgespult auf die Risiken auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Das führt natürlich zu einem viel mehr an gebrauchten Elektrofahrzeugen, als wir jemals gebrauchte, ich sag mal, Verbrenner am Markt hatten. Und da haben wir wieder das Überangebot, was sich vielleicht entwickeln wird, gerade in Märkten, die ja so aktiv sind wie Deutschland diesbezüglich auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Sehr, 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 sehr spannend. Wir hatten eben schon die Firmenfahrer. Wie sieht denn die Entwicklung bei den Fuhrparks aus? Was passiert denn da, Herr Dr. Engelskirchen? Also wenn wir vielleicht mal unterscheiden zwischen den Leasinggesellschaften, die also diese Assets in ihren Büchern haben. Da gab es, glaube ich, jetzt in den letzten paar Monaten eine Trendwende, eine Erleichterung. Die wussten natürlich auch nicht, welche Restwerte sie setzen müssen für die Elektrofahrzeuge. Auf der einen Seite wollen sie am Ball bleiben, am Markt bleiben, müssen sich gegen attraktive Leasingangebote behaupten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Skepsis, ja, weil wenn der Anteil im Portfolio steigt, dann muss man sie natürlich auch vermarkten. Auf der anderen Seite diversifizieren sie ja gerade ihre Fuhrparks, was immer positiv ist. Ja. Das heißt, diese Dominanz von einem Antriebsart, in dem Fall war es Diesel, ist ja seit Jahren schon aufgeweicht und das ist
eine Erleichterung aus Risikosicht. Ja. Und dazu kommt jetzt noch, wir haben in den letzten Monaten echt positive Entwicklungen gehabt für gebrauchte Fahrzeuge, weil es eben kaum Neufahrzeuge gibt. Und das ist für Leasinggesellschaften auch wieder ein Segen. Ja, die können Leasingverträge ein bisschen verlängern ohne Umsatzverlust. Und bei der Vermarktung der Fahrzeuge verdienen sie aktuell sehr, sehr gut Geld. Aus Fuhrparksicht sind die Klassiker-Themen auch schon seit längerem. Was ist mit Service Maintenance Repair von Plug-in-Hybriden, wenn das nicht Teil der Leasingrate ist? Ja? Und wie kann ich sicherstellen, dass die Fahrzeuge so genutzt werden, wie es ökologisch, aber auch ökonomisch sinnvoll ist? Wenn Sie beispielsweise das Elektroauto viel auf der Autobahn tanken, dann werden Sie sich wundern, oder als Fuhrparkleiter werden Sie sich eben nicht wundern, weil Sie das wissen, dass Ihre Monatsrechnung massiv hochgeht. Also das Argument, dass Elektrofahrzeuge weniger verbrauchen, weniger Kosten für Elektrizität tanken, funktioniert halt in Deutschland nur dann grenzwertig, wenn Sie es zu Hause laden. Stimmt. Und das sind alles, ich sag mal, Komplexitäten, die dann in den Policies umgesetzt werden müssen von den Fuhrparkmanagern. Und natürlich, wenn der Mitarbeiter die Firma mal verlässt, wer will dann dieses Auto haben? Also diese Diskussion ist ja auch ein Klassiker, auch schon vorher gewesen. Aber jetzt auch die Fuhrparkleiter kommen natürlich nicht darum herum, sich zu überlegen, wie können wir unseren Mitarbeitern auch einen geldwerten Vorteil bieten mit Plug-in-Hybriden, mit den Elektrofahrzeugen. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Also wird kompliziert und da wird viel an den Policies rumgeschraubt und hier und da Konfliktpotenzial. Also das kriegen wir so ein bisschen mit. Karl, du bist ja ganz dicht dran an den Flotten mit deinem Team. Wie siehst du es? Ja, ich muss jetzt schmunzeln, weil ich hab ein Gespräch mit einem gestandenen Fuhrparkmanager vor ein paar Tagen geführt und der hat mir gesagt, das ist nicht einmal vorgekommen, sondern öfter, dass nach 3 Jahren so ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug abgegeben wurde und das Charging-Teil war noch original verpackt da, wo es bei der Auslieferung war. Da sieht man dann halt quasi die Rückseite einer solchen Geschichte, dass ich, ich muss diese Technologien natürlich dann auch so einsetzen, wie sie eigentlich gedacht waren. Also ja, Flotten sind insofern spannend, weil Flotten sind ja immer auch irgendwo die Versuchsstation für die Mobilität der Zukunft. Ne? Bei Flotten habe ich definierte Teilnehmer, ich kann eine Fuhrpark-Policy definieren, ich kann die Zahlungsbereitschaft sicherstellen, weil bestimmte Dinge eben in der Flotten-Policy abgedeckt sind. Also Fuhrparkmanager stehen gerade vor der Herausforderung zu sagen, wir haben jetzt auch Mitarbeiter hier, eine Generation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die das Dienstauto bei weitem nicht die Bedeutung hatte, die es vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren hatte, sondern die sagen, ich will eigentlich ein Mobilitätsbudget, ich möchte eigentlich ein umfassendes Mobilitätspaket, ich möchte eine intermodale Mobilitätsplattform, also das Unternehmen soll mir bitte immer dann, wenn es darum geht, ideal von A nach B zu kommen, dann ist das mal ein Elektrofahrrad, mal ist es ein Sharing-Fahrzeug, im Idealfall auch noch ökologisch sinnvolle Konzepte. Also da bricht gerade auch von den Mitarbeitern, da bricht gerade so, das sind so zwei Welten. Ne? Auf der einen Seite der klassische Fuhrparkmanager mit Benzin im Blut, der die Kosten bis zur dritten Stelle hinterm Komma optimieren will. Und auf der anderen Seite eine ökologisch bewusste, urbane, nachkommende Gruppe von Mitarbeitern, die sagt, das Auto in der Stadt, im städtischen Umfeld ist gar nicht mehr so sinnvoll. Also da sehen wir auch natürlich gerade, dass der Markt sich da sehr schnell wandelt. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, wenn ich den Dienstwagen fahren würde, den ich laut Fuhrpark-Policy fahren dürfte, würde ich mich damit genieren. Denn der passt nicht zu mir, meinem Image, das will ich gar nicht. Also so eine Downsizing-Mentalität. Das heißt, das wird eine große Herausforderung. Und man könnte überspitzt sagen, aus Flottenmanagern, Fuhrparkmanagern werden zusehend Mobilitätsmanager werden, die das Thema in einem viel größeren Kontext sehen, nämlich im Kontext Dienstreise, nicht nur A nach B, sondern Dienstreisen.
Kombination von Verkehrsmitteln, Sharing-Konzepte innerhalb der Firma, die ins Private mitgenommen werden können, Mobilitätsbudgets, die flexibel sind, Incentive-Systeme, also wenn ich nicht das Fahrzeug, das ich fahren darf, ausreize bis zum letzten Cent und dann noch die Ledersitze mitnehme und ein Sportpaket mitnehme, weil es drin ist, sondern sage, nee, ich nehme das, was angemessen, meinem Bedarf angemessen ist, und den Rest kann ich dann sinnvoll in Mobilitätsbausteine investieren, in ein ÖPNV-Ticket, in ein Bahn 50-Ticket, was auch immer. Also das sind die Ansätze, mit denen sich die großen Flotten gerade beschäftigen. Ich würde mal sagen, das ist das, was wir in den Flotten sehen werden, ist so ein bisschen der Blick übermorgen. Denn mit einem gewissen Zeitverzug nehmen dann die Mitarbeiter die Mobilitätslösungen, die sie von der Firma her gewohnt sind, die nehmen sie dann mit in ihr privates Leben. Also wenn ich mich an eine Corporate Carsharing Fleet gewöhnt habe, weil die in meiner Firma einfach als Poolfahrzeug da ist, dann verstehe ich auch und will ich auch dieses Konzept in meinem privaten Leben so etabliert wissen. Das heißt, da gibt es eine Befruchtung mit einem gewissen Zeitverzug. Sehr, sehr spannend. Herr Dr. Engelskirchen, wo liegen die Herausforderungen? Als Schlusswort. In Bezug auf? Flottenlösungen. Auf Flottenlösungen. Flottenlösungen, genau. Ja, also ich glaube, die Themen, die sind gut angesprochen worden von Herrn Dr. Obermeier. Mhm. Also das Thema, dass man viel flexibler werden muss in dem Angebot der Mobilitätsleistungen, das haben wir alle selbst persönlich gemerkt. Das, was wir vor 2 Jahren noch brauchten an Mobilitätslösungen, hat sich zwischenzeitlich ein-, zweimal massiv geändert. Ja. Hinsichtlich, vielleicht gab es Zeiträume in den letzten 1,5 Jahren, wo weniger öffentlicher Nahverkehr genutzt wurde. Dann gibt es jetzt viele Firmen, wo mehr Homeoffice angeboten wird, wo man tatsächlich vielleicht sogar auf ein Auto verzichten kann, was vorher Teil des Packages war. Und wenn wir über junge Menschen sprechen, den Nachwuchs, um den sich ja alle reißen, auch in Deutschland, da gibt es andere Anforderungen. Ja, das fängt bei dabei an, was diese Firma produziert, wie nachhaltig sie produziert, ob das wirklich ernst gemeint ist oder ob sich da Greenwashing einschleicht. Das sind also schon Fragen, die sich junge Menschen anders stellen als vielleicht betagtere. Und im Bereich Mobilitätslösung, das haben wir auch gemerkt und das sehen wir auch, die Möglichkeit, sich zu differenzieren als Firma, ist in dem Bereich auch ganz erheblich da. Und die verschiedenen Spielfelder hat Herr Obermeier angedeutet. Das sind Fragen, die hin zum Fahrrad gehen, hin zu einem zu so einer Art Mobilitätsbudget, ja, oder auch einem Kickback, den man kriegt. Bei dem Elektrofahrzeug geht es auch um die Behandlung des Fahrzeugs hinsichtlich der Aufladung. Also da gibt es ein weites Spektrum und das lässt sich auch personalpolitisch ganz schön ausgestalten. Also es gibt da schon auch viel, was man Mitarbeitern weitergeben kann. Sehr schön. Herr Dr. Engelskirchen, wie können die Leute Sie erreichen, wenn Sie eine Frage haben? Ja, also am besten erreichen Sie mich über meinen Vornamen.Nachnamen, ja, @autovistagroup.com oder auf LinkedIn oder eben auch über Autovista24, was unsere Publishing-Plattform ist, wo also unsere Artikel, Webinare und auch das, was ich hin und wieder schreibe, auch gefunden wird. Also ich bin Google-Bill, ja, Google-Bar. Ja. Googlebar. Das sind wir doch alle. Ja. Nein, sehr schön, dann vielen Dank. Und wenn Sie Fragen zum Thema Batterie, Second Life, Batteriezustandsbewertung haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Unsere Kontaktdaten werden wir einblenden und auch die Links zu Herrn Dr. Engelskirchen in den Talk verlinken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Engelskirchen. Vielen Dank, Karl. Vielen Dank.